Ich finde es super, dass ihr euch so viel Mühe gebt, ja. Aber. Wir gucken jetzt mal weiter in das nächste Video. Und ich glaube, wir wechseln mal zu den Munich Grizzbusters. Die haben irgendein spezielles Video gedreht. Ich habe nur so ein bisschen was gesehen. Stefan, Moment, Lukas ist eine der besten Marken. Klar, müssen wir nicht drüber sprechen. Ne? Sehr, sehr gute Marken. Wir zerstören eine Fake-Uhr. Fail. Das wollte ich mir anschauen, genau. Geht, wollten wir nur noch mal sagen oder klarstellen, dass wenn in dem Video etwas leicht neben der Spur oder nicht so ganz gut drauf wird, liegt es einfach nur daran, dass es, glaube ich, minus 5 oder minus 6 Grad hatte, 30 cm hohen Schnee hatte und wir schon Stunden unterwegs waren. Der Aspekt, dass die Autos, glaube ich, dreimal im Schnee stecken geblieben sind und wir die Autos immer wieder aus dem Schnee rausschieben mussten, dann Taxi holen mussten, überhaupt zum See hinzukommen. Wie gesagt, falls wir in dem Video etwas schlecht gelaunt rüberkommen, dann liegt es nur daran, dass es absolut arschkalt war und dass ja. Wir komplett durchnässt an diesem Tag dann waren. Genau, dann wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video und genau. Wir stehen gerade auf dem Eibsee. Ich mag natürlich Schnee. Was geht denn bei denen ab? In Garmisch-Partenkirchen. Ja. Digga, das Wetter taugt halt einfach ungefähr niemand. Kannst du keinem erzählen, Mann. Wir fahren jetzt zum Eibsee und sehen dort das Video. Wir grüßen euch zu einem neuen Video, dieses Mal aus der Antarktis. Jedenfalls viel krasses, sehr, sehr schöne Szenerie. Ich liebe das. Sich so an der Stelle wollten wir uns bei unserem Partner Kronex bedanken, dass sie uns dieses Video sponsern. Auf jeden Fall stellen sie uns das ganze Equipment und alles und ohne das könnten wir das natürlich nicht so toll filmen. Grüße nach Köln auf jeden Fall an genau. der Stelle. Obwohl es zwar nicht optimale Bedingungen sind, aber ich glaube, das wird trotzdem ganz lustig. Und genau. So, es ist 6 Uhr morgens. Ich habe eine Fake-Uhr im Gepäck. Und da können wir jetzt mal gucken, was wir damit so alles anstellen können. Schneien ja, ist, auf ne? jeden Fall die wildesten Witterungsbedingungen. Ich weiß nur, ich war in Dubai und die waren da, weißt du, so zwei Welten. Jungen, die wir hier haben. Was wir nicht alles für das perfekte YouTube-Video machen, ne? Also ungeräumte Straße. Junge, wir sind seit ungefähr 1,5 Stunden unterwegs und fahren hier mit 50 durch die Gegend. Gerade eben sind wir durchgehend nur 20 gefahren. Also wir haben es jetzt 8:33 Uhr. Wir sind mittlerweile schon 40 Minuten zu spät, weil das einfach es ist. Es liegt so auf einem anderen Level viel Schnee. Ja, wir fahren jetzt seit 5 Minuten den Berg wieder rückwärts runter. Nein. Stehen geblieben sind, oder stecken geblieben sind, eher gesagt. Ah, das habe ich gesehen bei Instagram. Wieder stecken bleiben. Krass. Bisschen schlecht geplant, geben wir zu, aber... Ich muss sagen, früher war ich viel im Wintersport und sowas und so ein Wetter, mir gefällt es sehr, ich mag es einfach so, wenn es so ist und so. Ich könnte mir sogar vorstellen, einfach in so einem Szenario auch irgendwie zu zelten oder so. Hört sich zwar jetzt ein bisschen verrückt an, aber die Möglichkeit gibt es, man kann so zelten, ja, so survivalmäßig. Das wäre eine Herausforderung, aber ja. Es ist, wie es ist, wir haben hier Trockeneis dabei, eine Fake-Uhr und eine echte Uhr. Jetzt werden wir versuchen, die Fake-Uhr in Trockeneis einzufrieren. Und ja, weil das ist echt ein sehr, sehr schlechter Fake. Das Datum ist natürlich sehr, sehr schlecht bei der Uhr. Dann die Farbe vom Ziffernblatt. Die Uhr ist, ja, allein, dass es eine 44 statt einer 42 ist bei dem Modell, deutlich größer ist. Dann die Uhr ist sogar aus Quarz und tickt. Ist deutlich höher, kann man hier im Vergleich auch sehr gut sehen. Und ja, die ganze Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr schlecht. Wie gesagt, sogar Quarz die Uhr. Ach, und sogar Quarz, okay. Ja, deswegen haben wir uns gedacht, wir denken uns was in ganz Trockeneis. Aus. Genau, das nächste Mal müssen wir natürlich den Wetterbericht uns davor anschauen. Wäre vielleicht nicht schlecht. Wir stehen gerade auf dem Eibsee in Garmisch-Partenkirchen. Genau. Wir haben jetzt hier, ich weiß nicht, ungefähr 20 Kilo Trockeneis eingekauft. Das heißt, wir werden den Karton jetzt mal öffnen. Dann werden wir das einzige Richtige tun, was man mit einer Fake-Uhr macht. Nämlich zerstören. Ist jetzt mal.
So, ich habe natürlich perfekterweise meine Handschuhe im Auto vergessen. Das Auto steht auf ungefähr 4 Kilometer entfernt. Wir mussten mit dem Taxi hierher fahren, weil wir stecken geblieben sind. So, okay. Also, wir haben hier die Fake-Uhr. Kostenpunkt ungefähr 200 Euro für den Rotz. Wow, 200 Euro. Jan, bitte dich. Dann werden wir den Kollegen mal begraben. So, Trockeneis hat eine. Hätte ich mir natürlich jetzt ein bisschen spektakulärer vorgestellt, ne? Aber was war zu erwarten? Also ich meine, das wird jetzt ja schlecht. Also muss man das vorher in Wasser tun? Hätten die da Wasser noch reintun müssen? Weil normalerweise kennt man anders, ne? Okay. Temperatur von ungefähr minus 78 Grad. Gerade jetzt kommt der Chemielehrer in uns durch. Genau. Wir begraben den Kollegen jetzt mal. Und warum habe ich eigentlich meine scheiß Handschuhe vergessen? Es ist in meinem Nacken. Was? Also wir wollen sie nicht. Stickstoff. Stickstoff, nicht Trockeneis. Ich habe jetzt gedacht, es kommt jetzt so irgendwie so, ne? Ich meine Stickstoff, Leute. Das meine ich. Das meine ich. Wo man das so reintut, dann macht es boom. Und dann wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das meine ich. Rare. Das heißt, wir lassen sie mal ein paar Minütchen, oder? Trockeneis ist doch. Trockeneis nimmt man doch für so Qualm oder so, oder? So Rauch, oder? Ja, Wasser auf Trockeneis qualmt einfach. Flüssiger Stickstoff wäre, wo das direkt gefriert. Das dachte ich, haben die. Sekunden pro Seite. Kurz okay. Scharf anbraten. Ja. Trockeneis natürlich aufpassen. Natürlich Handschuhe an. Es ist sehr, sehr kalt, deswegen eile ich mich jetzt auch nicht, dass die Handschuhe noch einfrieren. Oh, sie sind schon eingefroren. Also der eigentliche Plan war, der See sah vor zwei Tagen noch ganz anders aus. Da lag hier kein Schnee drauf. Wir können ja gleich mal was einblenden. Wir vor zwei Tagen. Ah, okay, schön. Leute sind wow. Ja, wow. Auf jeden Fall ist jetzt hier etwas Schnee gefallen in der Zwischenzeit. Ja, wir werden jetzt gleich die GoPros hier aufstellen und werden dann die Uhr auf den Boden schmeißen. Und hoffentlich zerspringt sie in ganz viele Teile. Und hoffentlich? Nein, das wird nicht passieren. Ja, da muss man. Ja. Aber Jungs von Mini Grisbuster. Ich finde es super, dass ihr euch so viel Mühe gebt. Ja. Aber. Die haben voll die Erwartung gehabt, voll den Effort reingesteckt und dann so, weißt du, oh. Also sie ist auf jeden Fall schon mal sehr hart. Ja, entspannt, oder? Es geht schon. Die haben also wohl was verwechselt, Trockeneis mit flüssigem Stickstoff. Ey, kann sein, dass die das verwechselt haben oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Sieht kalt aus. Ja, ich glaube auch. Jetzt wo es wärmer wird, fängt es an zu. Okay, aber eigentlich müssten wir das hier nochmal kurz reinmachen, weil es jetzt schon warmer geworden ist. Sieht man direkt. Wie kalt ist denn flüssiger Stickstoff? Was wir noch dazu sagen können, wir haben ja jetzt so gesehen nur zwei Uhren da, die wir für die Videos benutzen und auch zerstören werden. Ihr könnt uns gerne, wir werden die Adresse jetzt mal einblenden, wo ihr uns eure Fake-Uhren zuschicken könnt, wenn ihr welche habt und sie loswerden wollt. Gute Idee. Siehst du, Stickstoff minus 170 Grad. Wenn das kann man euch dann natürlich auch erwähnen. Wir werden auf jeden Fall jetzt mehrere dieses Format starten, wo wir sehr viele Fake-Uhren zerstören werden, auf verschiedene Art und Weisen. Ja. Hoffentlich das nächste im Trocknen. Hoffen wir es mal. Aber ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal. Ja, jetzt glaube ich langsam, wie es dem Kollegen so geht. Oh, die haben so viel Mühe sich gegeben und dann sowas, ey. Ich glaube, langsam kann man mal gucken. Damn. Und dann schauen wir mal. Damn. Das ist frustrierend, den ganzen Tag für nix. Aber vielleicht passiert was. Icy. Iced Out. Man Grüße an Justin. Das ist eine echte Iced Out Uhr. Hier. Okay, ich würde sagen, bereit. 3, 2, 1. Hey Jungs, ich meine, ihr wisst, aber ich mag euch sehr, aber Leute, was habt ihr erwartet? Was habt ihr erwartet? Jetzt Bam oder was? Wir versuchen es nochmal mit mehr Wucht. Holy shit. Wir versuchen es nochmal mit mehr Wucht erstmal. Okay, okay, mach das. Versuchen wir mal. Werfen wir mal rein in euch hier. Ja. Wir mal rein. Oh fuck, die klebt halt fest an der Handschuhe. Also, hier ein Stück vom Armband. Komplett eingefroren. Es bewegt sich kein Zentimeter mehr. Also, in die Kamera? Es geht wirklich. Es bewegt sich nicht mehr. Jetzt langsam löst sich wieder. Aber da ist ein Stück vom Armband abgebrochen. Ich frag mich immer so. Knallerbsen, so wie eine Knallerbsen. Genau, kennt ihr den Moment? Man hat so ein Kind, man ist so als Kind und man denkt, boah, jetzt bleib ich auf dem Boden, dann knallst und dann wirfst du am Boden, nichts passiert, denkst du so,
Und irgendwelche Leute gucken dir dann so zu und die Leute auch so. Wir alle auch gerade so bei denen. What to do? Klassischer What to do Moment. Spannend. Warum man sowas macht? Ich frag's mich auch. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich schlag jetzt mit diesem Ding drauf. Okay. Okay, wir versuchen es nochmal. Die Uhr ist 10er. Wie soll ich die nicht raus? Ich kann sie gern holen. Oh, Lifehack. Geh ich mal ein Stück zurück, damit du. Warte, ich wechsle mal kurz Seite gleich. Kannst du, hast du genug Schwung, um da drauf zu kommen? 10er, dass ich jetzt einfach so daneben schlage und wir einfach einbrechen und sterben. So. Okay. Ist irgendwas passiert? Nein. Dass wir sie jetzt noch mal einfrieren, weil es jetzt offen ist. Also, wir können es mal in die Kamera zeigen, das Glas ist schon gesprungen. Wir machen Fortschritt. Ich glaube, dass wenn wir sie jetzt noch mal einfrieren, dass da alles rein... Jungs, ich hätte in der Situation vielleicht einen Vorschlag gehabt, vielleicht hätte man das noch mal dann mit einem Hammer, ich glaube, ab jetzt wird es nicht mehr besser. Weißt du, kennt ihr das? Man versucht noch was zu retten, aber es ist nichts mehr zu holen. Es ist nichts mehr zu holen. Aber ich muss sagen, stabile Fake-Uhr. Aber ich glaube, irgendwas ist da schiefgelaufen. Sehr gute Idee. Ja. So. Also der Einsatz hat auf jeden Fall ein Like verdient. Wenn die Fake-Uhr, die gefroren ist, dann kommen wir ein bisschen näher ran, Etienne. Seid ihr ready? Wenn jetzt nichts passiert, dann bin ich echt angepisst. Nachdem meine Haare bereits gefroren sind, werden wir nun den letzten Versuch machen. Oder was heißt Versuch? Werden wir das letzte Mal die Uhr auf den Boden schmeißen. Das Problem ist, das Eis, also das, wenn man es jetzt auf den Boden schmeißt, das ist ja Eis, auf das gibt ja nach. Und also man braucht ja, wenn dann irgendwie Asphalt und dann muss man mit so einem Vorschlaghammer draufschlagen, dann wird schon was passieren. Aber das gibt ja alles nach, also... So. Ich hab Fake-Uhrmund, Digga. Okay, ich denke, das dürfte nicht mehr erkennbar sein. Ich denke, wir haben der Uhr das rechtmäßige erwiesen, was sie verdient hat, würde ich sagen. Das war's dann mit dem Video. Ich glaube, mehr ist auch nicht mehr beizufügen. Ja, wir, wie gesagt, versuchen jetzt auch nach Hause zu kommen. Und ja. Schauen das nächste Mal auf den Wetterbericht. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat. Das war jetzt mal so ein Test. Wir hoffen, euch hat es gefallen, dass wir jetzt anfangen, Fake und auch kaputt zu machen. Werden wir auf jeden Fall hoffentlich öfter machen. Und genau. Ja, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wir haben hier die leicht zerstörte Fake-Uhr. Wenn wir nochmal genauer einblenden, sind noch Stücke vom Armband. Und ja. Wenn ihr auch wollt, dass eure Uhr so aussieht oder eure Fake-Uhr so aussieht, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne eure Fake-Uhren an die eingeblendete Adresse schicken. Dann gucken wir mal, was wir mit den Dingern so anstellen können. Und ja, genau. Ansonsten, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Jungs. Also ich muss sagen, Daumen nach oben, ja. Props dafür. Die Idee ist sehr, sehr gut. Bei der Umsetzung... Ja, ich meine, man muss immer halt, also bei der Umsetzung ist noch Luft nach oben, sagen wir mal so. Und ich denke, wir können von denen auf jeden Fall noch viel erwarten. Ich meine, das erinnert mich, ich weiß nicht, habe ich mal irgendwann so ein Video gedreht, wo einfach das nicht geklappt hat, was ich mir vorgenommen habe? Ich weiß gar nicht mehr, aber so ist es. Ne? Manchmal funktioniert es nicht so, wie man sich das ausdenkt.